dann ist mein ganzes Spiel eh im Arsch. Oh, sie haben 600 Fisch hier. Beziehungsweise sie hatten hier 600 Fisch. Nee, ich will keine Katze als nächstes. Danke fürs Folgen, Blumsch. Lieber einen zweiten Hund. Dann viel Spaß beim Fußballmanager Mad Max. Der Spanner mit dem Kreuz. Na komm, Feldschlacht. Wie nicht involviert. Ich will die aber alle platt machen. Es gibt nicht, ey. Ich stell mich schon extra rein. Weiter sah aus. Alles gut. Der ist nur entkommen, Hund. Der kommt wieder und wird dann vernichtet. Ach, Hund, so kann ich nicht arbeiten. Weiter sah, komm her. Kläfft der hier rum? Nee, so nicht. Nee, geh nach Haus. Auch wenn du schon zu Hause bist. Er hat irgendwas gehört. Da kann er schon mal aufwachen und bellen. Er hat gestern Nacht im Schlaf gebellt, während ich im Bett lag. Das war süß. Gerne, Quentin. Deine Katze oder deine Katze? Also viele Leute sehen Tiere als ihre Kinder an. Aber ich sehe das nicht als Kind, sondern Balthasar ist halt Familie. Ich finde, ein Hund gehört zur Familie. Wenn man sich einen Hund anschafft, ist das Familie. Ja, ich trinke aus meiner imperialen Kasse, Tasse, Kaffee, heute. Aber ich habe auch schon hier das zweite Getränk stehen. Da hat mich noch nie darauf einer angesprochen, dass ich hier mehrere Tassen oder Gläser immer stehen habe.
weil ich keinen Bock habe, nochmal in die Küche zu gehen. Deshalb mache ich mir mehrere Gläser mit unterschiedlichen Getränken. Ein wenig verstörend vielleicht. Die sieht man vielleicht nicht, aber man kriegt doch mit, dass meine Tasse sich verändert, obwohl ich mich gar nicht wegbewege. Ich habe im Stream 3 Filmfehler versteckt. Wenn ihr diese findet, gewinnt ihr einen imperialen Cookie. Ah, nee, das ist zu kompliziert, den muss ich ja noch backen. So aufmerksam seid ihr nicht. Aber bei Final Fantasy die ganze Zeit schreien, analysieren. Rechts ist eine Truhe. Du hast vorne links eine Truhe übersehen. Lauf nochmal 8 Kilometer zurück. Auf Amazon Unterwäsche suchen nach dem Begriff zweitseitig tragbar. Nein, der Spruch ist, wenn du nicht die Wahrheit sprichst, hast du hoffentlich schon einen Fuß im Steigbügel. Jedenfalls wird so im Civilization gesagt. Ich glaube, Civilization 5 war es. Und wer es nicht im Kopf hat, hat es in den Beinen. Ist ja dasselbe irgendwie. Wenn du schon nicht schlau bist, bist du wenigstens sportlich. Deo. 3 Tage wach. Was willst du diese 96 Stunden machen, ey? Also wenn ich einen Tag mal nicht dusche, muss ich abends gehen. Bevor ich schlafen gehe. Ich kann das nicht ab, ey, wenn ich noch so dieses Gefühl habe, einfach schmutzig zu sein. Wenn das welche können, schön und gut, ey, ich bin da total pingelig. Stunden-Deo kenne ich. 24 Stunden auch. Und ich mag vor allem, was ich auch nicht mag, ist so dieser kalte Schweißgeruch. Irgendwie manche Menschen kommen mit voll gut klar, aber ich kann. Also ich hasse es ein. Also ich mag es wirklich so null. Also klar, keiner mag das, ne? Aber andere kommen damit, glaube ich, besser klar als ich. Ich krieg da eine Krise von. Ich kann leider nicht rein. Ist alles zu. Hallo? Ich glaube, die KI verhält sich ein bisschen anders. Dass sie hier in der Burg auf der zweiten Ebene stehen, im Innenkreis, habe ich auch nie gesehen.
Ist nicht neu. Dann war ich früher mal zu spät drin. Dann waren die schon tot. Scheint Toilettenpapier zu geben. So ein Gedränge hier. Deshalb, warum soll ich Kampfskills lernen? Jetzt zieh das hier rein. Hey, pass da auf! Du meinst, dass wenn Rabattaktion ist im Pascha in Köln? Dafür habe ich zu wenig Araber in meiner Armee. Oh mein Gott. Darf ich nicht sagen. Oh, ihr findet den letzten Mann wieder nicht, ne? Ah, doch. Hier muss echt ein Button rein, dass du alle rüberziehen kannst. Hast du ein Empire-Reich genommen oder gegen das Empire? Zu der Situation hat es sich gelohnt, ein gegen das Empire-Reich zu gründen, weil das Empire selbst relativ schwach war. Beziehungsweise schlecht aufgestellt. Aber es ist ja wirklich so ein bisschen, also hier in Duisburg beim Puff, wenn ich da vorbeigefahren bin, die Klientel ist überwiegend südländisch. Obwohl wir jetzt natürlich in Deutsch, also in Duisburg einen hohen Mitbürgeranteil haben mit Migrationshintergrund. Ist ja auch nichts Schlimmes dran. Nur ich habe auch nichts gegen Prostitution. Also ich war noch nie im Bordell drin, aber wenn, dann sollte das eigentlich wie so ein ganz normaler Job behandelt werden. Das sehe ich. Also warum sollte man ein Bordellgeschäft anders einstufen als, weiß ich nicht, jemand, der in der Fabrik arbeitet. In Duisburg ist vorbeigefahren, ganz einfach vom Bordell. Also die Vulkanstraße hier in Duisburg, die ist so gelegen, dass du eigentlich, wenn du in die Innenstadt fährst, von mir aus immer daran vorbeifährst. Ja, inzwischen wird es auch, dass die Steuern zahlen müssen und dann gibt es da diese komische Bettsteuer in manchen Städten. Ich weiß gar nicht, ob die bei uns durchgesetzt wurde. Moment.
Ach, der lässt mich nicht mehr in die Burg rein. Ich kann keine Garnison mehr schenken. Dann verrotte doch in deiner Burg. Der Typ, der die Burg hat wegen mir, mag mich nicht, deshalb kann ich da nichts machen. Danke, Dunkeltanz 001, für dein Prime-Abo. Vielen Dank. Wenn er mich reinlässt, soll er halt gucken, was er davon hat. Und ich ernähre alle mit Fisch. Gebt mir den Fisch, ich teile ihn auf und es wird euch an nichts mangeln. Ja, Jesus, danke dir. Mach aus dem Fisch Brot. Jesus heute. Seht her, ich verwandle euren Wein, den ihr nicht trinkt, in Red Bull. Ein Heiliger. Nein, in Super V Plus Power. Deine Gaming-Erlebnisse werden dich überraschen. Du machst jetzt eine 5-mal bessere Kill-Death-Rate in deinem Fortnite-Match. Oh Jesus, du bist der Beste. Aber pass auf. Judas GXXXX16194 wird dich verraten. Er wird dich einmauren in Fortnite. Was? Ein Pascha ist ein Bordell. Oder das Pascha ist ein Bordell, ja. Das Pascha ist ein sehr bekanntes Kölner Bordell. Das weiß ich aber auch nur, weil ich früher mal da war, wegen einer Giga-Sendung. Noch ganz, ganz lange her. Ganz früh. Ganz früher. Nee, stimmt gar nicht. Das erste Mal habe ich von Pascha gehört, da war ich auf dem ESL-Event und die haben Flyer da verteilt, weil es war gleichzeitig Fußball, WM oder EM. Und dann gab es nämlich gerade diese Sache mit, ja, mit diesen Bordell-Flatrates. Und boah, das war oh, dieser Spruch damals. Genau, da war nämlich irgendwie die ganze Nacht Poppen für 39 Euro oder sowas. Jeder Schuss ein Treffer. Damit haben die geworben auf diesen Flyern. So, Fußball-WM. Ich fand's lustig, aber ist natürlich irgendwie schon, ja, ein bisschen abwertend, finde ich. So im Nachgang, da war ich noch jung, da habe ich gesagt, ja, lustig. Aber es ist schon richtig, dass diese Bordell-Flatrate-Geschichten dann ziemlich schnell dicht gemacht wurden. Oder irgendwie, ich glaube, heute darfst du das gar nicht mehr so machen oder bewerben oder sonst irgendwas. Einmal zahlen, dreimal kommen. Also, das Pascha zahlt sich aus als Premium-Bordell, aber es ist kein Premium-Bordell. Ich habe mal, also ich habe wenigstens eine Dokumentation später mal drüber gesehen. Und jetzt dazu, warum ich das Pascha dann noch kenne. Ich wollte zu einem Giga, zu einer Giga-Aufnahme wegen damals einen World in Conflict-Tutorial oder Noob-Guides, was ich da in 4 Folgen irgendwie produziert habe mit dem Toni damals. Und vor Ort habe ich das Studio nicht gefunden von denen, weil das einfach so total versteckt war und ich war noch nicht so häufig in Köln. Und ich bin dann falsch über die Brücke gefahren und so weiter und so fort und ich musste so dringend pinkeln, ey. Dann bin ich dann irgendwie an so ein Waldstück gefahren, es wurde halt langsam dunkel und dann kamen nämlich ein paar südländische Mitmenschen und die haben mich nach dem Weg nach dem Pascha gefragt, ich müsste das halt wissen, haben die zu mir noch gemeint. Ich habe gemeint, ich komme überhaupt nicht hierher, guck mal, mein Nummernschild ist aus Duisburg. Wo soll ich denn wissen, wo das Pascha hier ist? Vor allem,
Es ging gerade erst die Sonne runter, die waren schon betrunken. Die waren ja schlimmer als ich jung war. Die haben meinen Mitarbeitern Getränkegutscheine und Saunagutscheine angeboten, als sie den Stand auf der Venus aufgebaut haben. Haben sie nicht angenommen, meine Firma ist seriös und soll auch so bleiben. Aber Sauna ist schon geil. Wie kann man bei dem Katapult die Weite einstellen? Meinst du jetzt, wenn du das selbst bedienst? Also das, ich bin noch nie an den Katapult rangegangen hier. Das machen immer nur meine Soldaten. Ach, gibt aber wohl im Chat einige, die das nicht wissen. In der Schlacht selber sind, glaube ich, nur Ballisten wirklich gut. Nee, das stimmt nicht. Auch der Feuerball, also die Feuerballkatapulte, können AOE-Schaden machen. Also wenn die in eine Truppe von feindlichen Soldaten gehen, können die mehrere töten auf einmal. Aber hier die Tribuchet kannst du halt vergessen. Sobald die Schlacht losgeht, ist das halt das Nutzloseste, was rumsteht. Hallo Genosse. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel läuft besser auch wieder. Nach dem Laden Katapult mit W und S, wer sich dafür interessiert später. Also wenn da jemand das Video sieht und sich denkt, wie stelle ich einen Katapult ein? Ich weiß nur, dass links auf der Seite beim Katapult diese Markierungen waren für die Distanz. Ja, ich hab's halt nie bedient. Obwohl, abbrechen, können wir hier dann so ein Feuer-Unaga bauen. Es macht ein Loch rein. Und los. Ich habe gesehen, bei Disney Plus gibt es eine Realverfilmung von Susi und Strolch. War die im Kino früher oder ist das exklusiv Disney Plus gewesen? Ich war ein bisschen neidisch, weil ich gesehen habe, dass das eine Kollegin geguckt hat. Auch wenn ich der große Susi und Strolch-Fan
Filmfan war, aber ich fand das halt schon ganz süß dargestellt. Ach, da vorne links ist die. Schwierigkeitsstufe ist alles auf realistisch und in den Optionen Kampf-AI auf gut. Na? Wir auf der Seite das Ding haben. Was ist der Unterschied? Da siehst du übrigens die Markierung für die Weite, das Rote. Das hatte ich nämlich auch schon mal hier bei dem hier gesehen. Da habe ich das mal angesprochen in dem Video. Du mochtest auch Ori. Ja. Ori ist auch einfach wundervoll. Das Spiel. Auch weil es nicht super leicht ist. Ich schulde dir einen Treffer-Sound. Na? Ich glaube, der sieht mich. Keine Zeit, die Bauer nach vorne zu schicken. Was ist das für ein Mini-Loch hier, ey? Ne, das ist ja eine Todesfalle, ey. Die schießen die permanent von oben kaputt. Bringt mir Pfeile! Oder lasst irgendwo einen Bogenschützen sterben. Hallo? Brauchst du den Pfeil noch? Oder beide? Gibt es die Möglichkeit, nochmal umzuskillen? Nein. Also nicht im Spiel.
Schickt euren besten Kämpfer raus. Mein Name ist Achilles. Lass den Stein fallen. Die KI ist manchmal, also bei manchen Sachen sind sie echt noch ein bisschen dämlich. Oh, toll. Ich hätte vielleicht doch zwei Löcher machen sollen. Da ist der zweite Durchgang von mir schon in dem Spiel. Aber diesmal auch so, da ich wirklich in der Lage bin, vielleicht alles zu erobern. Die müssen weg hier, ey. Das ist eine echt fies aufgebaute Burg. Ach Leute, ihr... Boah, wenn die mich anschubsen, kann ich nichts vom Boden aufheben. Aber jetzt gehen sie drauf. Ich kann ja 3D Fire machen, aber es bringt halt nichts, ne? Solange hier keiner oben drauf rumsteht. Da ist ein Feind! Da, der Braune! Oder? Ich bin unsicher. Die bewegen sich in der Stadt aber besser als tote War-Einheiten. Habt ihr alles getötet? Was willst du machen? Du kannst nur einfach hier rumstehen und denen zugucken. Ach ja.
Aber Angreifer haben Pfeilkörbe. Also jedenfalls, du kannst... Ich habe schon bei einem Feld... Oh, danke, Bulumo13, für dein Prime-Abo. Bei einem Angriffskrieg... Also, nicht in der vordersten Reihe, aber hinten haben die Pfeilkörbe. Du müsstest halt ein ganzes Stück zurückgehen. Du darfst gehen, damit du mich mehr magst. Also ich glaube schon, dass ich schon mal einen Pfeilkorb gesehen habe am Anfang. Aber nicht in der vordersten Reihe haben die einen. Es ist deutsch wegen dem Deutschmod, den man sich installieren kann. So, jetzt haben sie noch eine Stadt und das war's dann. Ich kann mir schon vorstellen, da macht ja auch Sinn, dass du als Angreifer keine Fallkörbe hast. Sie versuchen natürlich, die belagernden Truppen einen gewissen Vorteil zu geben. Weil du hier keine jahrelange Belagerung machst, also musst du das irgendwie balancieren. Es soll ja nicht wie eine offene Feldschlacht sein. Weil sonst könntest du ja die ganze Mauer einfach absägen. Deshalb, so schlimm finde ich das auch nicht. Also, es sterben ja genug, wo du Munition einsammeln kannst. Das Faszinierende des Games ist wirklich von Null auf Königreich zu gehen. Dass du wirklich einfach von einem einfachen Söldner oder beziehungsweise einem einfachen Typen irgendwann dein eigenes Königreich aufmachst. Der Progress ist das Faszinierende. Auch wenn, sag ich mal, die Beziehungen zwischen den Charakteren, die in der Welt rumrennen, besser sein könnte. Also ich finde, da wäre halt auch sehr viel Potenzial. Wie viele Spielstunden das dauert? Ich glaube, jetzt der Durchlauf sind so 45 bestimmt. Also auf jeden Fall mehr als 40. Die Skillpunkte habe ich überwiegend in Charming am Anfang investiert. Also in alles, was herrscherorientiert ist. Ach, da haben sie wieder irgendwas rausgenommen. Durch Speichern und Laden. Also Charisma, ne? Hier die Sozialfähigkeiten, Führung, Verwalter. Ingenieur und Medizin kam erst später, Taktik hat ja auch nicht viel und sonst nur Reiten und Bogenschießen. Weil ich einfach gesagt habe, warum soll ich denn irgendwas kämpfen an der Front? Jetzt habe ich ja durch die letzten Patchnotes von diesem Beta-Branch erst gereist, dass zum Beispiel alle Söldner bis jetzt oder beziehungsweise alle Kompagnons gleich gut waren mit allen Waffen. Weil das überhaupt keinen Einfluss genommen hat auf die AI, ob die jetzt gut oder schlecht sind. In den Skillwerten. Also hättest du immer die schlechtesten Kämpfer mit den besten Fertigkeiten Kram nehmen können und die sind genauso gut oder schlecht wie jeder andere Kacktyp.